Hey Leute, ich habe jetzt mal eine Nacht drüber geschlafen, um die Ereignisse auch sacken zu lassen. Ich war natürlich von der plötzlichen Entscheidung des Bundestrainers auch perplex gestern. Ja, ein Bundestrainer muss sportliche Entscheidungen treffen, absolut, das stelle ich auch überhaupt nicht in Frage. Allerdings, je länger ich drüber nachdenke, ja, macht mich die Art und Weise, wie das Ganze abgelaufen ist, einfach sauer. Kein Verständnis habe ich vor allem für diese suggerierte Endgültigkeit der Entscheidung. Mats, Jerome und ich sind immer noch in der Lage, auf Top-Niveau Fußball zu spielen. Wir haben gemeinsam mit dem DFB einen langen, intensiven und meist auch erfolgreichen Weg bestritten in den letzten Jahren. Und wenn dann, kurz nachdem wir von der Entscheidung vom Bundestrainer erfahren, dann vorgefertigte Statements seitens des DFB und des DFB-Präsidenten ja, an die Presse rausgegeben werden, dann ist das einfach aus meiner Sicht kein guter Stil und hat mit Wertschätzung eben dann auch nichts zu tun. Und jetzt zu euch, liebe Fans. Ich war immer stolz, das DFB-Trikot zu tragen. Ich habe immer alles gegeben. Ich möchte mich bei euch für eure riesige Unterstützung bedanken. Es war eine unglaubliche Reise mit meinen 100 Länderspielen und vielen tollen gemeinsamen Erlebnissen. Wer mich kennt, der weiß, ich bin ein Kämpfer. Ich werde nach vorne schauen. Wir haben jetzt mit dem FC Bayern eine ganz heiße Saisonphase, in der wir noch um alle drei Titel mitspielen. Ja, und in diesem Sinne möchte ich euch sagen, das Spiel ist noch nicht aus.